Ich möchte euch alle herzlich begrüßen zum zweiten Podcast von Rockbox TV. Ich bin's, Olin. Mit dabei ist natürlich wieder der Magner und auch dabei heute als Gast der Nielemann, der Sänger von Rüdensteiner. Hallo Nielemann. Guten Abend. So, wir wollten das genauso beginnen wie beim letzten Mal und erstmal so kurz und flüchtig ein bisschen über die neuesten Neuigkeiten reden. Magner. Genau. Wir wollten eigentlich uns zur Angewohnheit machen, immer so ein paar Onkels-Neuigkeiten mit reinzubringen. Leider sind die ein bisschen schmal ausgefallen seit der letzten Folge. Jedoch hat der Nielemann die Idee gehabt, dass ich nochmal auf das anstehende Weidner-Konzerterlebnis anspreche, was bald stattfindet. Der geht nämlich wieder auf Tour und in Sachen Ausverkauf sieht das auch schon ziemlich gut aus. Ich glaube, gibt es nur noch ein paar Restkarten in vier Städten oder was. Genau. Und deswegen, wer Bock hat, uns da zu treffen, denn wir werden auf einem dieser Konzerte auf jeden Fall auch da sein, der sollte zugreifen. Und ja, kommen wir zum nächsten Neuigkeiten-Blog. Und zwar Philipp Borger. Eigentlich wollte ich da noch ein paar Neuigkeiten kicken, weil da ist ja auch etwas, so einiges ist da ja passiert. Aber darüber mache ich ein separates Video. Und ich gebe ab zum Oli. Ja, nee, das gibt's gar nicht abzumieren. Der Nielemann wollte noch auf ein paar Konzerte hinweisen. Ja, die Hosen mit Prinz Charles, mit Capino, die machen ja jetzt auch nochmal, bevor die draußen die Bühnen unsicher machen, drei Konzerte in den Bundelux-Staaten, die wohl auch recht schnell ausverkauft waren. Wo ich mir aber die Frage stelle, wer den Clown da überhaupt noch sehen will auf der Bühne. Ich dachte, du hättest schon Karten. Ja, ich war ganz schnell und habe dann aber vergessen, meine Kontodaten einzugeben. Okay. Ja, ärgerlich. Zack, waren die weg, waren die 10 Minuten schon wieder verstrichen, die man hat, um dann auch Karten ordern zu können. Das ist doof, wärst du wahrscheinlich sehr gerne hingegangen. Unheimlich gerne, ja. Gerade jetzt, wo er halt so ein hoch angesehener Mann ist im Königshaus von England, ne? Finde ich, muss man sich so einen Typen auch mal geben, ja, um einfach auch mal das Gefühl zu haben, boah, jetzt bist du wer, ne? Also den kannst du schon richtig gut leiden, ne? Da hört man raus. Ja, also ich fand die Hosen tatsächlich echt mal richtig gut, aber jetzt wird in den letzten Jahren immer schlimmer, ne? Also Campino, ne, das fing an, dass der dann auf einmal die Merkel ganz toll fand, bis hin, dass der dann mit Tagen wie diesen die CDU-Nationalhymne gesungen hat, anscheinend. Weil da haben die ein Posting gegen gemacht, das hat denen auch nicht so zugesagt, ne? Ja, aber mittlerweile streitet der das ja auch nicht so ab, dass der das auch ein bisschen geil findet, ne? Also wahrscheinlich im stillen Kämmerchen feiert er das schon. Jetzt, wo er auch regelmäßig Besucher im Schloss Bellevue ist, ne? Also wo ich den jetzt das letzte Mal gesehen habe da, ne, wo er da bei seinem Prinz Charles war, oder König Charles, muss ich ja jetzt sagen. Ne? Ja, also als ich den Kampf wieder gesehen habe, da kam mir so ganz schnell sogar das Lied Bye Bye Alex in den Kopf, nur noch ein Clown. Ich sagte, ja, Campi, du konntest damals schon in die Zukunft gucken. Sing halt nochmal das Stückchen. Ja, hey, 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 bye bye Campi, nur noch ein Clown, traurig anzuschauen. Geil. Ja, das hast du ja letztens schon unter vier Augen erzählt, ja, aber geil. Der passt wirklich, wie die Faust aufs Auge eigentlich. Aber magst du den dann jetzt wirklich auch nur so zwischenmenschlich, hast du dein Ansehen an dem verloren, oder? Nein, ich, also das Haupterlebnis, wo ich für mich gesagt habe, so ab jetzt werde ich tun, ich keine Hosenkonzerte mehr besuchen, war damals in der Köln Arena, ist schon ein paar Jahre her. Da wurde da mitten im Konzert, wurden dann irgendwelche Spendenaufrufe gemacht und dann wurde dann, minutenlang politisch irgendwas gequatscht und ich bin der Meinung, also ne, sich arrangieren und Gutes tun ist die eine Sache. Habe ich auch damals tatsächlich, ich habe mal tatsächlich die Grönemeyer live gesehen und da habe ich mir gedacht, ja gut, das passt zu den seiner Person, ist okay. Ne?
Aber wenn ich ein Punkrock-Konzert sehe oder ein Rockkonzert, dann möchte ich gerne abgeholt werden, dann möchte ich gerne mal die 2,5 Stunden, ne, meinen Kopf ausschalten, abrocken, pogen, ne, einfach die Welt ausschalten und dass ich dann da auch wieder von irgendwelchen politischen Aktionen vollgelabert werde, war mir dann in dem Moment einfach zu strange. Und da habe ich mir gedacht, so, das war's dann mit mir und den Tonhosen. Na gut, nachvollziehbar, ne? Was hörst du dann stattdessen für Musik so gerne? Ja, also ganz klar, da sind die Onkels natürlich ganz hoch im Kurs, ne? Jetzt werden die Hosenfans wahrscheinlich sagen, ach, deswegen ist der so böse auf dem Campi. Nein, ist er nicht. Nein, wie gesagt, ich habe die Hosen auch 7-mal live gesehen und auch sämtliche Alben. Und nein, Onkels ganz klar. Aber was man auch dazu sagen kann, wenn man beim Nils zu Hause ist, wo wir gerade sitzen, und man trinkt hier ein paar Bierchen, dann tut er auch ganz gerne immer noch Hosenlieder rein, so, also so tief sitzt der Hass jetzt nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich höre unheimlich gerne die alten Scheiben noch, ne? Also selbst bei den jüngeren Scheiben sind da noch so, ist noch das ein oder andere Lied dabei, was ich auch ganz nett finde. Aber jetzt so, dass ich jetzt da echt noch mal hinterher bin, boah, ich brauche jetzt unbedingt Karten oder das muss jetzt die neue Scheibe haben oder so, ist es jetzt nicht mehr so. Ne, das war mal anders, aber jetzt ist es nicht mehr so. Na. Genau. Ne, dann ist das bei mir halt, da sitzt bei mir halt so ne, die Onkelsfahne ganz tief im Herzen, die, egal was die rausbringen, das muss gekauft werden. Mittlerweile nicht mehr auf CD, sondern lieber auf LP. Da habe ich ja meinem Freund Magner auch was Gutes getan mit. Ja, ist einfach auch wirklich was komplett anderes. Ne? Du bist irgendwie, wenn du so eine Platte hast, habe ich auch erst gar nicht nachvollziehen können bei Nils. Ne, weil ich habe mir immer noch weiter die CDs geholt. Und der kam mir dann hier immer mit den Vinyls. Aber du hast wirklich was in den Händen. Du bist irgendwie im Geschehen mit drin. Du bist dazu gezwungen, dir wirklich Seite für Seite anzuhören, man hast auch keinen Bock für jeden Song wieder aufzustehen, die Platte also zu tauschen oder sowas, ne? Ja, das ist für mich halt, du hörst Musik halt wieder ganz anders. In einer Welt, die mittlerweile so dermaßen schnelllebig ist, ist das für mich so eine Art Runterkommen, ja? So, jetzt hörst du halt Musik auf dem Handy, über Alexa, über, ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, Musik zu hören. CD ist ja da tatsächlich schon fast das, was noch am längsten dauert. Ja. Ne? Aber bei einer LP bist du wirklich gezwungen, wie du schon gesagt hast, ein ganzes Album nochmal zu hören. Und seit ich LP höre, muss ich ganz ehrlich sagen, sind gewisse Lieder auch nochmal anders für mich in Erscheinung getreten, wie ich sie früher schon gehört habe. Ja, zum Beispiel die Songs, die man sonst wegskippen würde, weil gerade so spontan keinen Bock drauf hast. Richtig, genau. Ja. Ja, was höre ich noch? Bin halt dann auch einer, der halt auch tatsächlich auch Freiwild gerne hört. Freiwild finde ich auch gut, die haben wir auch schon ein paar Mal live gesehen. Wie von Magner gerade auch angesprochen, auch Philipp. Ne? Kommt demnächst mit dem zweiten Album um die Ecke und wirklich das, was wir beide jetzt die Tage schon mal gehört haben, das war ja schon sehr vielversprechend. Was fand ich echt, hast, genau, ja. Echt richtig gut. Und ansonsten, ja, ich höre auch so alte Punk-Dinger gerne. Straßenjungs, weiß ich nicht, ne, ja. Ob euch das was sagt. Sagt ne? Mir tatsächlich leider nichts. Ne, oder ne, den König von Deutschland, Rio, ist für mich auch ne, mit seinen Tonsteinscherben. Ja, ich bin da eigentlich ziemlich breit gefächert, allerdings muss ich sagen, dann doch eher so auf der deutschen Schiene. Ja, höre halt deutschen Rock oder deutschen Punkrock, deutschen Punk höre ich halt so doch am liebsten. Also alles, was so deutschsprachig ist. Aber dass du riesiger Hip-Hop-Fan bist, darüber hatten wir auch gesprochen. Ja, riesen Hip-Hop-Fan muss ich tatsächlich fast mit Jein beantworten. Ich mag den Sido unheimlich gerne, wird mir den tatsächlich auch mal live reingeben. Wo ich dabei wäre. Also ich finde Sido wirklich richtig geil. Und wenn man so mal überlegt, wie der angefangen hat
Und was der jetzt teilweise raushaut, wie der auch mit der Musik gewachsen ist. Ja, die meisten, die wollen halt immer noch auf der Straße irgendwelche Menschen erschießen und vergewaltigen. Und der ist irgendwie, finde ich, gesanglich und auch musikalisch, auch mit seinen Texten einfach auch erwachsener geworden. Ich finde es geil. Ich höre es gerne. Ja, er ist halt einfach echt geblieben. Das hat man so einen Eindruck, ne? Ja. Na, definitiv. Was steht noch hier auf dem Plan? Ja, da du jetzt schon gesagt hast, dass du hier so ein großer Onkels-Fan bist. Wie kommt das dazu? Wie hast du die Onkels entdeckt? Wie war deine erste Begegnung mit denen? Deine Konzerterfahrung? Was kannst du da so erzählen? Ja, im Prinzip die erste Begegnung muss ich eigentlich schon meinem Vater zuschreiben. Mein Vater war so ein 70er, 80er halt auch so ein bisschen dem Punk verschrieben. Und da wurde halt immer so alles gehört, was laut ist, was geil ist. Also ich habe eigentlich von Kindheits an, habe ich die Onkels gehört, die Ärzte, die Toten Hosen. Also ich bin damit groß geworden. Und die Onkels haben sich halt so über die Jahre, also ich muss aber so sagen, also die Ärzte haben sich dann so ausgekoppelt, schon recht früh, Anfang der 90er. Mhm. Da fing das schon an, dass ich die nicht mehr ernst nehmen konnte. Die Hosen und die Onkels liefen lange Zeit parallel. Jetzt muss ich allerdings sagen, waren die Onkels halt diejenigen, welche, wo ich halt dann auch mein allererstes Konzert überhaupt gesehen habe in meinem Leben. Das war 98 in der Philipshalle in Düsseldorf. Eigentlich ein Konzerterlebnis, wo viele für ihr erstes Konzert gesagt haben, boah, was ein Scheiß, da gehe ich nie wieder hin. Aber ich fand's geil irgendwie. Warum wollten ja nie werden? Ja, weil damals war es halt tatsächlich, oder ja, ob es jetzt nicht mehr so wie damals, aber damals war es halt tatsächlich so, dass halt die Onkels-Konzerte doch noch recht viel von rechten Leute besucht worden sind. Und schon ziemlich am Anfang wurden dann Lieder von Notwehr auch mitgesungen und ja, schon beim dritten Lied hat der kleine Stefan dann erstmal ins Mikro gekeicht, wenn das jetzt hier nicht aufhört, dann hören wir hier auf, dann wartet für uns. Ja, und dann haben die auch die Bühne verlassen, sind dann irgendwie ein paar Minuten später, ich weiß, ist auch lange her, kann auch 10 Minuten später gewesen sein, wieder auf die Bühne drauf. Hat ja auch einfach beweist, ne, dass sie sich von Anfang an davon distanzieren wollten, ne? Also bald sie gemerkt haben, was da passiert. Naja, auf jeden Fall, genau, richtig. Ne? Ja. Auf jeden Fall haben sie sich dann entschieden, haben sie auch gesagt, dass sie ihr Konzert dann halt weiterspielen. Aber da war nicht viel mit Extras. Also die haben einfach nur noch ihr Album darunter gespielt. So auch richtig lustlos, hat man auch gemerkt. Hinterher konnte man auf der Onkels-Seite dann auch nachlesen, warum die das Konzert weitergespielt haben. Halt aus dem Grund, dass die halt Angst vor Eskalation hatten. Also hätten die jetzt Konzert abgebrochen, dann wäre da wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Massenschlägerei oder was. Ne? Und aus dem Aspekt her war das wahrscheinlich die klügste Entscheidung von den vier. Ja, du hast auch mal erzählt, dass der noch eine Ansage gemacht hat, von wegen... was betrifft, dass die nicht mehr in Düsseldorf spielen? Ja, richtig, genau. Stefan, ne, ist ja der Redner da bei den Onkels, hat dann tatsächlich auch gesagt, das war das erste oder letzte Mal, dass wir in Düsseldorf spielen. Und so ist es auch gewesen. Also danach haben die Onkels nie wieder in Düsseldorf gespielt. Und das mal hier auf dem Tisch klopfen, da haben sie ihr Wort gehalten und es ist auch so gewesen, ja. Stefan, glaube ich, mal jetzt als Solo in der Essigfabrik ist in Köln, Stahlwerk oder was, meine ich, hätte der mal gespielt. Aber die Onkels selber an sich haben danach tatsächlich nie wieder in Düsseldorf gespielt. Na, ja, krass. Auf jeden Fall, wenn man sich das so überlegt, ne? Einmal was gesagt, für immer dran gehalten. Ja, ich würde das gerne eigentlich mal nachprüfen, ob das wirklich tatsächlich so ist, dass nie wieder da in Düsseldorf gezockt wurde. Also wurde, ja. Also meines Wissens auf gar keinen Fall, weil ich bin seit 98, bin ich dann echt auch am Ball gewesen, hab dann seit 98 dann auch jede Tournee besucht, jetzt nicht jedes Konzert, aber jede Tournee. Ich war dann 2000 in Dortmund gewesen und in Bremen. 2002 auch Dortmund, 2004 Dortmund
Und da war Düsseldorf nie dabei. Und jetzt auch bei der Reunion wieder. Da ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendwo mal ein Konzert in Düsseldorf aber könnte man ja tatsächlich worden, wieder ja. Eine Frage an die Zuschauer. Genau, richtig. Ja, an die lieben vielleicht Hörer. Wenn ihr das besser wisst, genau. Lasst uns wissen. Ich ja. glaube nicht. Aber dann mit Beweis. Ne? Ja, auf jeden also Fall. Nicht irgendwas behaupten, ja. sondern auch am besten irgendwie einen Link oder einfach eine PN bei Instagram schicken. Obwohl das Konzert ja richtig geil aufgebaut war. Ne? Also die haben die Eintrittskarten damals so als CDs rausgebracht. Sind mittlerweile auch richtige Sammlerstücke. Ne? War eigentlich alles dafür gemacht, ey, das wird eine epische Tournee. Aber gerade Düsseldorf wurde richtig reingeschissen da von den Fans. Und die Onkels haben natürlich dann auch ihre Haltung gehabt und haben dann halt echt einfach nur noch ihr Pensum runtergespielt. Ja, war so als erstes Konzerterlebnis schade, aber ich habe die Band halt so geliebt, die Lieder so gefeiert, dass ich halt am Ball geblieben bin. Ja, aber haben die auf jeden Fall Eier bewiesen. Ja, das auf jeden Fall. Das fehlt heutzutage in der Musik, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Ja, obwohl, wenn man dann bei den Onkels bleibt, jetzt bei der letzten Tour... Bei den Onkels ist es immer noch so. Ja. Die gelten halt noch als älteres Relikt von vergangenen, besseren Musikepochen. Ja, richtig, und das, genau. Was heute so ist, ja. mit Autotune etc. und die ganz komischen Künstler, die in den Charts sind, ja. da kriegt man das kalte Kotzen bei. Ja, auf jeden Fall. Stefan sagt ja auch so gerne auf seinen Konzerten oder auf den Konzerten der Onkels, die Onkels gibt es nicht, ohne dass da auch mal ein Fehler mit eingespielt ist oder ein Versänger mit drin ist, weil es halt die Band dann authentisch macht. Ne? Und so sehe ich es halt einfach auch, ja. Na. Genau. Was hast du da stehen? Ja, wo er gerade gesagt hat, Verspieler, so, wir haben gerade eben auch nochmal eine Publikumsfrage hier gehabt, ne? Dann können wir jetzt auch mal auf die vom letzten Podcast eingehen. Und zwar von haben wir, Maurice Röhr. Genau, ja, unter anderem. Da haben wir ja gefragt. Sehr guter Typ, der verfolgt Rockbox TV auf jeden Fall. Ich glaube schon seit den ersten paar Videos. Ist auf jeden Fall ein sehr freundlicher. Respekt, mein Freund! Netter Zeitgenosse. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Und schön aktiv auch immer beim Kommentieren und so. Tolle Sache. Ja, auf jeden Fall war die Frage, ob sich Gonzo schon mal verspielt hat. Und ja, der Maurice Röhr hat dann geschrieben, bei der schönen neuen Welle, hat uns auch einen Link zugeschickt. Hat uns auch einen Link zugeschickt. Ne? Wir haben uns das ein paar Mal angehört, jetzt auch gerade eben vor dem Podcast haben wir uns das auch nochmal angeguckt. Und ja, wir sind uns da nicht so sicher, ob das wirklich ein Verspieler war, ob das so ein bisschen Impro war. Ich halte es für Impro, ja. weil der neigt halt sehr stark zum Improvisieren und man merkt, dass der auch dann, wenn die Hook losgeht, ne, also der Refrain, dass der da halt auch wieder in die Melodie reinkommt. Ja. Ne, aber kann auch sein, dass er das einfach mal ein bisschen gefreestylt hat. Ja, ja, also mir kam es auch eher so vor, als ob er halt... wenn überhaupt, ja, ein paar Sekündchen zu lange war, aber ich finde das schon sehr klein, ich lieber Maurice. So, dann hatten wir aber noch einen zweiten, der Herr Romper Stomper, also ich gehe mal von außen, es war ein Herr, der hat gesagt, der nette Mann von Hellfest. Und da konnten wir überhaupt gar nichts feststellen. Außer der Nils, der konnte direkt was feststellen, und zwar was Romper Stomper ist, was mir gar nichts gesagt hat. Ja, Romper Stomper, dann denke ich so direkt an den Film, den ersten Film, oder einer der ersten Filme von Russell Crowe, ne? Da geht's ordentlich zur Sache, die Musik, die ist da ordentlich schief, vielleicht hast du ja vielleicht den Film noch im Kopf gehabt irgendwie. Ja, also nee, da ist uns leider auch nichts aufgefallen. War natürlich Spaß, mein Freund. Ist uns nichts aufgefallen, aber trotzdem danke, dass ihr ja, uns das habt wissen lassen, dass ihr uns die Links geschickt habt. Finden wir auf jeden Fall cool, wenn da so ein paar Reaktionen kommen, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall, ne? Danke an der Stelle. Ja. So, dann habe ich hier auf unserem Zettel stehen als nächstes, mal ganz fernab von der Musik und so, haben wir jetzt hier mal Fußball aufgeschrieben. Und das hat auch einfach einen Grund, weil, ja, um den Nielemann ein bisschen mehr kennenzulernen und so, das war eine lange Zeit, also ist jetzt noch, Fußball an sich ist auf jeden Fall noch Teil deines Lebens, ne? Gehst ja fast wöchentlich auf, zu deiner Mannschaft, ne? Wer schon war nochmal? Ja, die alte Dame, Hertha ist es, die schönste im ganzen Land. Okay, und wie kommst du denn dazu? Hertha zu gucken, Hertha-Fan zu sein. Wie hat sich das ergeben?
Ich meine, ja, ist ja weit weg von hier, ne? Das ist weit weg hier, ja, von hier. Das ist wohl wahr. Ja, das fing eigentlich relativ früh an, wo ich noch recht wenig Verstand hatte. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es so gekommen ist. Nein, Quatsch. Also 87 hatte die Hertha ein Aufstiegsspiel in Remscheid. Damals hieß der Verein BVL Remscheid. Heutzutage ist es der FC Remscheid. Ja, und da hat mein Daddy mich damals mitgenommen. Er war damals schon Hertha-Sympathisant. Und ja, und halt so kam es halt, dass wir dann in die Hertha-Kurve gegangen sind. Und ich war halt so geflasht und begeistert, jetzt noch nicht mal von dem Spiel an sich. Ich glaube, da war ich halt einfach noch zu jung für. Aber diese Fans, dieses HOE, Hertha BSC, diese Leidenschaft, dieses Icke und also das fand ich einfach nur geil. Und seitdem war dann auch immer meine Frage, wenn mein Vater mich da mitgenommen hat zum Fußball, Papa, fahren wir wieder zur Hertha? Und immer wenn er Nein gesagt hat, war ich tief traurig. Ja, und so ist das halt gekommen. Über jetzt mittlerweile, glaube ich, 35 Jahre, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, kann das sein? Hm. Ne? Aber muss man auch einfach sagen, wenn man so ein bisschen Fußball fängt, muss man immer sein. Im Stadion geht einfach Party. Ne? Das ist eine Stimmung da, das ist unglaublich. Aber warte, guckst du nochmal? Ja, ich bin ja Fortuna Düsseldorf. Also ich bin jetzt nicht mehr so im Fußball drin, sag ich mal. Ne? Also ich weiß schon, wo meine Mannschaft steht und so. Aber die Zeiten, dass ich zum Stadion fahre oder... Mit ja, die Scheiße will ich auch gar nicht angucken. Ne? Also live, mein Schatz. Ja, ne? Ja. Nee, also die Zeiten sind wohl schon vorbei. So hin und wieder gucke ich mal noch ein Spiel zu Hause, aber eher selten. Ne, aber wenn ich ein Fan bin, dann auf jeden Fall. Ja, aber man muss ja auch einfach mal sagen, jetzt so wie Wagner, der kann jetzt da nicht so mitreden. Ja, weil er halt ich kann, also eins kann ich dazu sagen, und zwar, wenn ich beim Nils auf der Couch sitze und ein Hertha-Spiel ist, dann bin ich für Hertha. Sitze mit dem Olli auf der Couch und es ist ein Fortuna-Spiel, bin ich für Fortuna. Ja, worauf ich jetzt nur hinaus wollte, ist... Für Bayern bin ich auf gar keinen Fall. Ja, das ist gut. Obwohl ich die Bayern ja noch sympathischer finde wie Schalke, aber das ist jetzt wieder ein anderes Ding. Ne? Geht doch wieder los. Naja, auf jeden Fall ist es halt so. Ich vergleiche das immer so, ne? Man muss unbedingt einmal in seinem Leben in einem Fußballstadion gewesen sein, wenn ein Spiel ist. Ja? Ist dann vielleicht sogar auch egal, wer da gegen wen spielt, weil sonst kannst du halt einfach nicht mitreden, wenn du irgendwann im Himmel bist. Ja? Das ist einfach ein Erlebnis, da kriege ich wieder Gänsehaut, das siehst du. Halt, wenn wildfremde Menschen auf einmal zu deiner Familie werden, wenn ein Tor fällt oder ne? Ja gut, das kenne ich aber von Onkels Konzerten. Und dieser schöne Grund zum Saufen, den es einfach da gibt und so. Ja gut, aber du kannst Konzerte jetzt dann auch wieder nicht mit dem Fußballspiel vergleichen. Das ist, da herrscht eine ganz andere Welt. Das ist ein ganz anderes Ding. Das ist ähnlich, aber doch schon wieder anders. Das ist. Ja, ich meinte jetzt nur so von dieser wildfremde Leute sind plötzlich sehr familiär, als wären es schon ewig deine Freunde gewesen. Das habe ich das erste Mal bei den Onkels, bei Onkels Partys. Das waren noch nicht mal richtige Onkels Konzerte, aber von Coverbands oder wenn da halt die Onkels Fans aufeinander sind, dann ist es immer ziemlich freundschaftlich direkt, wildfremde Leute. Ne? Zum Beispiel im Pogo Pettig. Da rechts den Boden ja gar nicht so schnell wirst du aufgehoben. Ja, ist richtig, genau. Ist, ja, was hier Fußball angeht, wie gesagt, da komme ich schon mal mit. Ja, und es ist halt einfach, wie gesagt, ein Erlebnis. Das ist halt ein komplett anderes Erlebnis. Ja, manchmal kommt es vor, dass man, wenn man irgendwann mal beim Fußball gucken war, gerne noch mal so einen Schritt weitergehen will und dann kann so ein ganzes Fußballding auch zu so einer Familie werden. Ja, da muss man aber bereit sein, auch übers Fußball hinaus aktiv zu sein. Sich für seinen Verein gerade zu machen zum Beispiel. Ja, was meinst du denn jetzt damit, Nielemann? Also ich weiß ja, du hast ja eine Vergangenheit noch, ne? Möchtest du darüber reden oder...
Ja, was meine ich damit? Also, wenn man übers Fußballgucken hinaus, übers Fan-Dasein hinaus, sich für seinen Fußballverein gerade zu machen, dann meint man auch, da meine ich damit halt, für seinen Verein, für seine Farben halt auch in die Schlacht zu gehen, ne? Sich mit Gleichgesinnten zu prügeln. Dritte Halbzeit. Dritte Halbzeit, ganz genau. Okay. Ja, ich hatte das bei der Fortuna tatsächlich halt auch, ne? Also, ich war da nie, gehörte nie dazu. Ich hatte aber mehrere Freunde, die da genau das gemacht haben und die haben mich dann das ein oder andere Mal mitgenommen. Und wenn du dann sagst, ja, wird zu Familie, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich bin das erste Mal dabei, dann geht man halt ja vor Glühen in der Stadt eigenen Kneipe, ne? Und da wirst du aufgenommen und das ist von direkt von Sekunde 1, das ist ein Miteinander und so, ne? Aber dieses Boxen danach, das war halt nicht so meins, ne? So, ich hätte das einmal mitgemacht, weil mich dieses Miteinander so geflasht hat, ne? Eigentlich ist das überhaupt nicht meins, aber dieses Miteinander hat mich so geflasht. Ich wäre bereit gewesen, war damals gegen Mönchengladbach, aber die hatten Muffensausen und sind nicht erschienen. Ja, sag ich im Nachhinein, sag ich auch gut, weil ich glaube, das wäre so nicht meins gewesen. Aber ja, aber du warst da auch doch aktiv dabei, ne? Ja, ich glaube, mit Boxerei hat der gar nichts so gut gehabt. Ja, nein, doch. Ich war gar nichts von, ehrlich. Ja, nee, das gefällt mir gar nicht mit den ganzen Gewaltgetue und hast du nicht gesehen. Nee, doch, tatsächlich. Also irgendwann kommst du dann halt auch in die Kreise. Wie gesagt, wenn du das willst und wenn du das möchtest. Gerade mit unserem Stadtverein, den wir ja hier haben. Wir haben damals Oberliga gespielt, ne, die glorreiche Union. Ja, Hertha und Union, das passt nicht. Doch, passt! Wenn da 600 Kilometer dazwischen sind, dann passt das. Und und so ist man dann halt so in die Kreise reingerutscht. Ne? Und es hat halt, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Es fing an mit Gleichgesinnten zu treffen. Ne? Leute, die halt mehr für ihren Verein geben wollen, wie normale Fans. Damals gab es diese Ultra-Bewegung gar nicht so. Ne? Überhaupt nicht mag diese Ultras. Für mich ist das jetzt auch nicht so meine Welt, weil die halt denken, denen gehört mittlerweile das Stadion. Ja, ne? die greifen auch jeden an. Ne? So bei den anderen ist das ja abgemacht. Ne? Da sind alle mit einverstanden. So, ne? Und die Ultras, die greifen da auch schon mal einfach nicht Mitwirkende an. Ja, das finde ich persönlich natürlich absolut ungeil. Ja. Wenn ich da so mir vorstelle, ich gehe auf mein erstes Fußballspiel, kommen irgendwelche Ultras, die mich da voll wegwichsen. Ja, grundsätzlich sollte es ja so sein, dass die Ultras eigentlich eher nicht so für die Gewaltschiene stehen. Aber eigentlich ist es ja eher so, dass die Ultras wirklich nur für Support stehen. Ne? Also Support, lautstark, aktive Fanszene, sagt man dazu auch. Aber ist in den Jahren auch schon eher so dahin gewandert, dass die dann da halt auch ein bisschen Babule mitmachen. Ne? Oder halt mittlerweile mehr, wie es eigentlich ursprünglich mal die Idee war von einem Ultra. Aber damals gab es halt diese Ultra-Bewegung generell noch nicht so, ne? Oder war noch nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt ist. Und da konntest du halt entweder eine Hooligan sein oder du warst halt ein normaler Kuttenfan. Und Kuttenfan war mir irgendwann mal zu wenig, ne? Was dann auch wieder mit der Vergangenheit mit meinem Vater zu tun hat. Der war damals auch bei der Union auch eher so eine treibende Kraft gewesen, ne? Dadurch kannte ich halt schon per se unheimlich viele. Und und da mein Vater schon immer meine Vorbildfunktion war, er hat zwar immer mal einen Finger gehoben hat gesagt, wird bloß nicht so wie ich. Ne, und ich mir immer nur gedacht habe, boah, auf jeden Fall. Ich muss, und wenn es geht, irgendwie sogar noch besser werden. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich oft angeeckt bin, auch zu eigenen Kameraden, Freunden. Und ich erstmal so meinen Platz finden musste. Ne? Ja, erzähl doch mal so einen Schwang. So eine alte Kriegsgeschichte. Ja, da kann man halt, wie gesagt, auch ganz oft die Union nennen. Ne? Also, wenn es dann irgendwie mal dazu kam, dass es eine Rauferei geben kann, wollte ich immer dabei sein, wollte ich immer an erster Stelle sein. Und wenn es dann irgendwie nicht geklappt hat und der Alkoholspiegel zu hoch war, ist es dann halt auch oft vorgekommen, dass ich dann halt auch
eigene Leute angegriffen habe. Einfach nur, weil ich irgendwie mit Gewalt irgendwie mindestens den Status von meinem Vater damals erreichen wollte. Deinen eigenen Freund auf die Fresse gehauen? Ja, ja, es war, und deswegen, macht man auch nicht. Nee, macht man nicht. Und deswegen habe ich oft und auch mittlerweile zu Recht, wurde ich halt oft geschnitten, wollten manchmal Leute sogar auch gar nichts mit mir zu tun haben. Nur umso älter man geworden ist und umso vernünftiger ist man auch geworden. Also mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Ich meine, ich bin mich auch nicht mehr am Prügeln, muss ich dazu sagen. Aber naja, wenn man einen Nielemann am schlechten Tag in der Kneipe trifft, dann kann das schon mal dazu kommen. Ja, aber auch nur, weil dann diejenige Person dann aber auch bettelt. Ne? das ist ja dann auch nicht meine Schuld. Da kann ich dann nichts dafür. Ne? Na, da fällt mir eine Geschichte ein, da sind wir schon sehr betrunken in die ortsasozialste Kneipe eingefallen. Und der Nils, der wollte sich an der Bar ein Bier holen und da stand irgendeiner mit seiner Frau und die haben sich gezofft. Das hat der Nils auf sich bezogen und ehe ich mich versah, ging es ein Klatscher durch den Raum, der Nils auf den Typen drauf, ja, und eine ganze Traube von Menschen wollte da das halt schlichten. Ja, das war halt Nils in Aktion. Und ich bin aber immer noch der Meinung, dass der mich gemeint hat. Also, ja, der meinte, ich mir jetzt hier der auch nicht. Meinte irgendwie halt's Maul und du so, was? Ja. Und ich lass mir ja ungern den Mund verbieten, ja. Das macht man einfach nicht. Ne? Aber wie gesagt, es war eine geile Zeit. Gehört sich das nicht, ne? Ja, gut, was gehört sich schon, ne? Ich meine, aber als Maul. Ich meine, anderen Leuten einfach Maul verbieten, das schickt sich ja nicht. Nee, ne? Das macht man nicht. Das ist, ne, wir haben hier freie Meinungsäußerung, ne? In diesem Land, in diesem wunderschönen Land. Und dann muss man aber auch dann mal 5 Grad sein lassen. Da darf man nicht sagen, als Maul. Das ist, finde ich, irgendwie auch ein bisschen verpönt. Das ist gemein. Das ist gemein. Nennt man das Kind mal beim Namen. Richtig, genau. Und dann muss man dann halt auch mal damit rechnen, dass Ohrfeigen in der Luft fliegen. Ja. Na, wenn man so am Ohrfeigenbaum rüttelt, dann kann so eine Frucht doch schon mal fallen. Ne? Richtig, genau. Und er wollte unbedingt pflücken. Ne? Hat er gekriegt, was er wollte. Nee, aber was mir noch zu deinen Hooligan-Stories einfällt, du hast mir mal so eine Geschichte erzählt, dass halt so der Jüngste irgendwie im Bunde warst. Wurdest du öfter mal in Kneipen geschickt? Nee, das geht mal da rein, such Streit. Irgendwie war das in Nachbarstädten. Ja, so, ne, auch jetzt auch bei der Hertha oder so, ne, dann ist das halt so gewesen, dass du halt so derjenige warst, der so ein bisschen den Streit anzetteln wollte. So wie bei, ist ja auch schon mal vorgekommen, wenn wir beide mal unterwegs sind, boah, den kann ich überhaupt nicht leiden, komm, schubst mich mal, damit ich vor dem Fall. So kannst du dir das vorstellen, ne? So ein bisschen die Leute kitzeln oder halt auch, ne, wenn du jetzt dann so in fan-näheren Kneipen bist, ne, einfach mal laut machen, ach guck mal, der ist ja klein, ne, da passiert schon nichts, ne, und eher sich versahen waren da hinten unsere Jungs. Ne. Auch ein schönes Beispiel jetzt hier mit der Fortuna zum Beispiel, damals ein Freundschaftsspiel gehabt, gegen die Fortuna in dem alten Flingerbräuch, auch ein paar alte Hertha-Frösche da gewesen. Und dann kommt Nielemann, geh da mal da an den Düsseldorf vorbei und beleidige die ein bisschen. Na, ich war damals 14, ja, hab ich gemacht, ja. Na, wollte ja auch ein bisschen Theater haben, ne? Ja, gemacht, getan, aber da waren halt eigentlich auch eher nur so Normalo-Fans, wo dann sich dann halt nichts ergeben hat. Ne? Aber grundsätzlich war das so, dass man, dass ich dann da auch das ein oder andere Mal vorgeschickt worden ist, ein bisschen, ne? Zu gucken, ne, wie so ein Trüffelschwein, geht da was? Ja, und manchmal ging da was und manchmal halt nicht, ne? Genau. Krass. Was hast du noch so auf dem Plan stehen? Ja, ich wollte auch noch zum Thema Fußball, wollte ich eigentlich auch noch fragen, also ohne sticheln zu wollen, ne? So, ich meine, ich musste nicht viel sagen, wir sind in der zweiten Liga, ich glaube auch, wenn wir weit oben sind, 4. Platz oder so. Lief ja die Saison im Moment nicht so geil für Hertha, ne? Hast du Angst vor dem Abstieg oder was erhoffst du dir noch von der Saison? Ah, jetzt ist unsere Gulaschkanone Palja wieder dabei. Also jetzt kann das ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Also, Angst. Als wir 2012, war es glaube ich, das letzte Mal abgestiegen sind,
Da sind bittere Tränen geflossen, muss ich tatsächlich zugeben. Auch eine schöne Anekdote, da waren wir in Leverkusen, damals ein sehr guten Freund von mir. Und ich so, nachdem die Tränen dann getrocknet sind, wollte ich dann unbedingt da in die Leverkusener Fans sehen und Streit suchen. Bin dann auch dahin, wo die Leverkusener sich treffen immer, an ihrem Eckbütchen. Und ne, provokant, schön mit dem Hertha-Schal und alle angesaugt und kommt, wenn ihr was wollt. Ja, und ja, die Jungs, die haben mich eigentlich mehr oder weniger nur belächelt. Ne, haben mich in den Arm genommen, haben gesagt, komm, wir saufen ein. Ja. Oh mein Gott, Alter, ich war hinterher so besoffen, da bin ich irgendwo in Leverkusen im Park auf der Bank wieder wach geworden nach 2-3 Stunden. Es war schon dunkel. Ich sag, mein Gott, wo bin ich hier, Micha? Ne, ja. War ein sehr besäufniserregendes Nachspiel gewesen, sag ich jetzt mal. Aber mittlerweile muss ich sagen, also wir waren diese Saison oder die letzten 4 Jahre so dermaßen schlecht. Wenn wir dieses Jahr absteigen, dann ist das eigentlich nur die Frucht der letzten 4 Jahre. Wenn man sich 5-2 gegen die Pisse aus Gelsenkirchen da abschlachten lässt, dann hat man es halt auch eigentlich nicht anders verdient. Resthoffnung ist noch da, aber ja, Elversberg im Saarland ist auch geil, da wollte ich schlimmer mal hin. Ja, schön. So werden Träume wahr. Ja. Ja, gut, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben? Ja, über die Hooligan-Zeit. Dann sind wir auch beim letzten Thema angekommen, und zwar den Niedermann. Wir wissen ja, wer er ist, ne? Der Sänger von Rüdensteiner. Ich habe es am Anfang erwähnt. Geilste Band, die es gibt. Genau. Wer ist das? Krass, du bist hier, heftig. Ja, ich bin der Niedermann von den Rüdensteinern. Und deswegen, so, wie war das Aufnehmen für die LP? Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Da könnt ihr jetzt mal noch ein bisschen drüber reden. Ja, kann der Magner mal anfangen, dann kann ich den mal ab und zu über die Schnauze fahren, würde ich sagen. Ja, gut, machen wir es so. Ja, also irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann war es schon Urzeiten her, als ich den Niedemann aufgelesen habe. Müssten die früheren 1800er gewesen sein, meine ich. Irgendwo so war das, ne? Ich meine, war auch eine schnapsgetränkte Zeit. Ja. Ne? Aber ja, jedenfalls, als ich ihn aufgelesen habe, hatte ich noch... Nicht in der Gosse, wohl bemerkt. Hatte ich noch eine andere Band, wo ich ihn dann immer mal mit hingenommen habe zum Proben. Die hieß Rockbox, die ist auch wieder aktiv übrigens. Habe ich einen Short zu gepostet. Ja, und da hat der Niedemann mir erzählt, weil Onkels haben uns natürlich direkt verbunden. Er hat mir erzählt, dass er eigentlich auch den Traum hegt, schon lange, seine siffige Stimme mal auf Aufnahmen zu wuppen. Und ja, da haben wir das angepackt. Da hat er erstmal bei der 58A-EP und bei der ausgeladenen EP ein bisschen mitgesungen. Ja, das lief aber. Du warst nicht abgeneigt, kann ja, ich mich dran erinnern. Das lief ziemlich gut. Und dann haben wir die. Da kam mit dem Namen, wie wär's, wenn wir uns Rüdenstein nennen? Weil vorher haben wir uns nur Magner Rockborg und Niedemann genannt. Ja, Rüdenstein, das klingt so nach Rammstein. Da habe ich gesagt, ja, dann hängen wir da noch ein ER hinten dran, dann halt, nennen wir uns Rüdensteiner. Das ist halt eigentlich eine geile Sache. Ja, hat ja auch einen Grund, ne, Rüdensteiner, ne? Ja. Ist so ein. Sehenswürdigkeit in unserer Stadt, ne? Weil ich schon irgendwas Stadtverbundenes haben wollte. Genau. Ne? Ja, da gibt es ja leider auch eine Operkapelle, die Heimatmusik macht. Aber das boxen wir noch aus, haben wir gesagt. Die nennen sich auch Rüdensteiner, aber ja, jedenfalls haben wir dann so ein paar Songs geschmiedet. Ich habe die alle aufgenommen, also das Instrumental, ne, die Texte, die habe ich mir einfallen lassen. Die Ideen zu den Texten haben wir zusammen uns einfallen lassen. Zum Beispiel den Hooligan-Song. Das sind eigentlich Nils Geschichten, die ich nur in lyrische Form geprügelt habe. Ja, das war's von meiner Seite dazu. Erzähl du mal was dazu. Ja, im Prinzip war der Anfang ja wirklich so. Ne? Hast mich auch ein paar Mal dann auch in den Kneipengrillen gehört. Richtig, und ne, hast dann gesagt, ey, das würde tatsächlich passen. Und ne, gucken wir mal demnächst. Und mein Glück war ja dann, dass eigentlich dein Background-Sänger dich dann mehr oder weniger im Stich gelassen hat, damals noch, kann ich mich erinnern. Ja, eine ganze Band. Ne? Oder mehr oder weniger eine ganze Band. Die ganze Band, ne? Hat mich ja komplett im Stich gelassen. Habe ich ja einfach das Album dann
Alleine weiter. Also da das heißt, im Prinzip haben wir beide die Fahne hochgehoben, ne? Oder hochgehalten für die 58er. Da hast du den Karren eigentlich ziemlich aus dem Dreck gezogen bei 58 IRP. Genau, ja, hat damals schon echt super mega Spaß gemacht, bis dann halt so unsere ersten Ideen kamen. Da habe ich erstmal gemerkt, wie hart der Magner sein kann, weil ne, erste Mal so eigene Dinger, ne, und dann sind natürlich dann auch die Ansprüche höher geworden. Am Anfang war das echt eine Qual. Ich weiß nicht, wie viel 50, 60 Mal musste ich gewisse Sachen nachsingen, oder weil ich bin ja komplett neu reingerutscht. Eine andere, die halt seit 10, 15, 20 Jahren Musik machen, und dann mag man, irgendwann muss das doch kapieren, Mann. Und Trick nochmal. Ja, Arschloch. Ja, dafür ist Freitagabend auch ein unsterblicher Klassiker geworden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Richtig geil. Auf jeden Fall. Obwohl ich was ich sogar auf der Haut trage, möchte ich hier nochmal erwähnen. Ah, stimmt. Ach ja, Der Niedemann, das ist auch eine schöne Geschichte. Auch ein Abend, wo Bier geflossen ist. Ne? Da hat der Niedemann. So schön war die Geschichte nicht, aber da komme ich gleich zu. Wenn du das erzählen willst, was ich denke, was du erzählen willst. Das lässt du schön bleiben, mein Freund. Mauken hat er gehabt. Ja, und ich wollte auch direkt halt, wie nennt man die am Knöchel, also über dem Knöchel tätowiert werden, ne? Da hatte er die auch noch schön unter der Nase, aber er hat durchgezogen. Ja. Aber wie, das war besser wie Pep, Jungs. Ja, und ja. Auf jeden Fall habe ich... Frau oder Tattoo, das Tattoo vom Niedemann, original. Ja, genau. Ja, wie gesagt, hat mega Spaß gemacht. Bin dann auch irgendwo Lied für Lied auch sicherer geworden, besser geworden. Klar, wenn es nicht so wäre, dann wäre schlimm, ne? Ja, den Abend im Kotten, den Song mit dem Kovo hätten wir uns schenken können. Ja, obwohl irgendwie... Ich habe ein Herz dafür, weil ich finde die Produktion von dem Song einfach scheiße. Ja, ich finde, Leute, gib denen eine Chance, komm. Ihr habt Menderes eine Chance gegeben, dann gibt den Song auch eine Chance, komm. Die Texte sind gut. Ja, jetzt wo du Frauen und Tattoos, Freitagabend ansprichst, muss ich sagen, finde ich mega geil, wirklich mega geil. Ist für mich aber so eher so, das ist so mein... Mexiko-Song, so, boah, müssen wir den wieder hören, so, okay, dann hören wir den. Ja, ich finde, da sind tatsächlich so ein paar, so das ein oder andere Lied, was ich tatsächlich dann doch auch echt geiler finde. Was ist denn dein Favorite? Was ist mein Favorite? Den Song Grünsteiner finde ich mega geil, ja. Der Moped-Song, den finde ich mega geil, ne, und, ganz besonders geil, wo ich auch am laufenden Band Gänsehaut bekomme, ist Rüdenweiner, das letzte Lied. Ich bin echt nicht Hip-Hop prädestiniert zu singen, glaube ich. Aber da zumindest Magners Text kann ich mittlerweile auswendig und sing den auch immer schön mit. Und also auch wenn ich da eher so den kleineren Part spiele, finde ich das echt einen mega geilen Song. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Und da hat der Kovo auch wirklich einen rausgehauen, ne? Ja, da hat der Kovo echt, da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich vom Kovo sein Meisterwerk. Was ich bis jetzt so von ihm gehört habe und auch von eurer gemeinsamen LP, die ihr mal aufgenommen habt, ja. Ist das für mich das, was er so, ja, war so sein Meisterwerk. Ja. Ich musste kurz atmen. Und ich will ja jetzt nicht spoilern, ne? Aber Rüdensteiner ist ja auch schon wieder am werkeln, ne? Genau, das stimmt. Und zwar richtig geil am werkeln. Na, hätte das nicht schon wieder zu den News gepasst? Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall. Genau, da kommt was. Und habe ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr auch. Genau, deswegen müssen wir den Podcast so langsam mal zum Ende führen, oder haben wir noch einen Punkt? Nee, die Punkte haben wir alle durchgearbeitet.
Ja, nächstes Mal sollten wir vielleicht noch drüber reden, wie schön ich bin. So, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich finde auch schade, dass du den Song nicht genannt hast gerade eben, nur bei deinen Lieblingen. Schöner sein. Bei mir auf jeden Fall ganz weit vorne der Song. Ja, okay. Das stimmt. Schöner sein ist natürlich auch, vor allen Dingen lyrisch auch total gut. Ne? Vor allem ist das ja auch eine Anspielung an die Hosen. Die haben schön sein und da konnten wir nur schöner sein haben. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, wird der Olin mal abmoderieren oder vielleicht der Nielemann, mir ist das egal. Der Nielemann ist so im Redefluss, ich bin auch froh, dass er dabei ist. Der kann den Abschied machen. Ja, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. War so das erste Mal, dass ich hier vom Mikro stehe und ein Plauder. Gerne nochmal. Du bist auch eine Plaudertasche. Reden kann ich, das stimmt. Ne, aber ich habe ja auch eine echt zarte und herzhafte Stimme. Das stimmt, vor allem eine sehr zarte, wie eine Nachtigall. Richtig. Ja. Wurde mir schon sehr oft gesagt. Ne? Auch, ja, lassen wir das. Nein, wie gesagt, hat mir mega viel Spaß gemacht. Hoffe, ich darf nochmal mitmachen. Das könnten die Leute entscheiden vielleicht zum Beispiel. Genau. Wenn ihr jetzt sagt, boah, das mit Nielemann, das ist so geil, macht das doch nochmal. Dann würden wir das doch tatsächlich mal in die Tat umsetzen. Aber es sind ja sowieso nur 3 Folgen angepeilt erstmal, das heißt, eine steht noch aus. Ja, und wenn ihr abstimmt, vergesst den vorletzten Punkt nicht, ich krieg euch alle. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, vergesst nicht zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat, immer gerne Kommentare sind gerne gesehen, Likes sind gerne gesehen, von uns aus auch Dislikes, das ist alles Feedback. Kann man alles geben und damit die verabschiede Glocke, ich mich. Die Glocke, du hast die Glocke vergessen. Euer Olin, euer Nielemann und in Liebe, euer Magner, Rockbox.